Versorgung von Tanklegern hier ein Beispiel, wie vorher erwähnt, aus Österreich, wo Sie sehen, in der Mitte des Bildes sehen Sie die Raffinerie, eine direkte Pipeline-Verbindung in das Tanklager, wo dann auch die Abfüllstationen sind. Es gibt eine direkte Pipeline-Verbindung an den Flughafen und hier im speziellen Fall gibt es noch eine zusätzliche Verbindung, die faktisch in ein weiteres Tanklager führt, das 170 Kilometer entfernt ist. Das heißt, hier werden auch Pumpstationen dementsprechend benötigt, um fertige Medien auch wirklich in ein weiter entferntes Tanklager zu bringen. Bei der Versorgung von Tanklegern, Sie haben es eh vorher kurz gesehen, weite Strecken sind da manchmal zurückzulegen. Im Bild vorher hat man gesehen, es ist auch, sind auch Strecken zurückzulegen, die eventuell durch den Fluss führen. Das heißt, man muss sich hier auch überlegen, soll es unter dem Fluss durchführen, soll es über dem Fluss durchführen. Das heißt, es ist einfach dementsprechend die Streckenführung unglaublich wichtig. Und in dem Zusammenhang müssen dann gewisse Risikobewertungen durchgeführt werden. Klassischerweise Risikoanalysen, Zielanalysen, Hazard Studies, wie Sie es auch dementsprechend nennen wollen, ist hier ein unglaublich wichtiges Thema. Es ist dann auch immer wieder zu betrachten, wie steht die Investition im Vergleich zur Sicherheit. Das heißt, was ist für mich wichtig? Wie bewerte ich im Grunde genommen die Sicherheit? Auf Basis der Bewertung des Sicherheitskonzeptes ergibt sich dann die dementsprechende Investition. Das heißt, ich muss im Grunde genommen die Gefahr von Umweltverschmutzung dementsprechend bewerten. Ich muss die Gefährdung von Menschenleben im Fehlerfall dementsprechend bewerten. Und das Gute an elektromechanischen Fail-Safe-Systemen oder an elektrischen Systemen allgemein ist, dass die Investition sehr gut kalkulierbar ist. Das heißt, nicht nur jetzt die reine Anschaffung, sondern klassischerweise einfach über den Lebenszyklus von einem elektromechanischen Fail-Safe-System kann ich mir einerseits kalkulierbar die Wartung ausrechnen und andererseits natürlich klassischerweise die Anschaffung.